Das Bewerberrennen zwischen Hamburg und Berlin um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 geht in seinen Endspurt. In Hamburg diskutierten am Mittwoch 33 prominente Teilnehmer aus Sport, Politik und Wirtschaft über das Konzept der Hansestadt. Das Vorhaben, die Olympischen Spiele auszurichten, stößt generell auf eine breite Zustimmung. Die Mehrwerte sind ganz klar, was infrastrukturelle Entwicklung angeht, was die Begeisterung der Menschen angeht, was aber auch insgesamt die Entwicklung dieser Stadt auch in der Außendarstellung angeht und auch des Hamburgers, sage ich jetzt mal. Und wir können an etwas teilhaben, was auf der Welt einzigartig ist. Olympia ist das Größte, was es gibt in der Welt des Sports. Und wenn wir das mitgestalten dürfen, dann ist das, glaube ich, ein großes Geschenk. Das erhofft sich aber auch Berlin. Die Hauptstadt umgarnt den Deutschen Olympischen Sportbund genauso intensiv. Von Grund auf optimistisch entzündeten die Berliner im Olympiastadion symbolisch schon einmal die Flamme. Wir Berliner, wir sind schon sehr eigen, aber wir sind ein sehr stimmungsvolles und freudiges Publikum und wir sind auch sehr leidenserprobt. Und von daher, man wird sowieso nicht allen recht machen, aber ich denke, dass die Mehrzahl aller Berliner sich auf die Olympischen Spiele freuen würde. Für eine Vorentscheidung zwischen den deutschen Bewerbern wird ab dem kommenden Wochenende wohl eine Telefonumfrage sorgen. Dann will der DOSB herausfinden, welche der beiden Städte die breitere Zustimmung in der Bevölkerung genießt. Am 21. März wird dann endgültig über den deutschen Bewerber entschieden.